unser Ziel ist es primär vor allem mitzuspielen. Das haben wir als Saisonziel ausgegeben. Wenn es der Meistertitel wird, wird man uns irrsinnig freuen und werden am Ende des Tages auch nichts dagegen haben. Aber wie gesagt, wir wollen vor allem mitspielen, werden jeden Gegner respektieren und das ist unser Ziel für diese Saison. Ja, ich glaube, den Druck haben wir vom ersten Tag an gehabt. Das war uns auch bewusst, wie wir das Amt angenommen haben, der Gernand und ich. Beziehungsweise ist es ja jedem Spieler bewusst, was für ein Druck das man beim GRK hat, weil einfach alle Fans, der ganze Verein erwartet sich alle Jahr Meistertitel. Aber ich glaube, dass wir bis jetzt sehr gut umgegangen sind mit diesem Druck, werden das auch weiterhin machen und wir versuchen, den Druck eigentlich von der Mannschaft zu nehmen und das hat bis jetzt eigentlich sehr gut geklappt. Wir sind sehr zufrieden mit den Neuzugängen bisher. Jeder hat den Erwartungen absolut entsprochen. Wir haben 7 Neuzugänge und es sind alles Neuzugänge, mit denen wir auch in Zukunft planen werden. Und was die Perspektive betrifft, glaube ich, ist jeder Einzelne für die nächsten 2-3 Jahre bereit für den GRK zu spielen und hat auch jeder absolut dieses Potenzial dazu. Zudem haben wir auch mit dem Dominik Hackinger einen Spieler schon längerfristig verpflichtet, der 2 Jahre unterschrieben hat. Beim Lukas Graf war es ursprünglich 1 Jahr, den haben wir aber jetzt vor einer Woche um ein weiteres Jahr verlängert, also auch bis 2018 und werden dann auch in naher Zukunft mit den Spielern, die auch schon bereits da sind, mit dem, was wir planen, Vertragsverhandlungen beginnen. Das allerschönste Match oder von der Emotion her das schönste Spiel war sicherlich voriges Jahr im Herbst auswärts gegen Luf Graz, wo man eigentlich bis zur 89. Minute was 1-1 gestanden ist und das Spiel dann noch 3-1 gewonnen haben, wo wir überhaupt nicht mehr gerechnet haben mit dem, weil wir auch keinen guten Tag gehabt haben in dem Match, aber letztendlich haben wir uns dann über die Qualität, was wir gehabt haben, per Standards durchgesetzt und das war ein unglaubliches Gefühl, dann am Schluss als Sieger vom Platz zu gehen. Mir geht es eigentlich in der Nacht vom Match relativ gut, also ich schlafe sehr ruhig. Am Tag vor dem Spiel ebenfalls. Die ersten Anspannungen kommen schon, wenn man dann in der Kabine ist, kurz vorm Spiel, da ist schon leicht zu kribbeln da. Ich glaube, das ist auch ganz gut, weil jedes Spiel anderes ist. Es ist kein Spiel gleich dem anderen und da ist immer eine gewisse Aufregung dabei. Und nach dem Spiel ist es eigentlich schon so, dass sie gewisse Szenen im Schlaf wiederholen und vor allem bei Spielen vielleicht auch was nicht so grennt ist. Aber ansonsten, glaube ich, schlafe ich vor dem Spiel und nach dem Spiel sehr gut.